Ich bin auf der Suche nach einem Schlachter oder irgendjemanden, der mich kalt macht. 4 Monate lang beschäftige ich mich mit der dunkelsten Seite der menschlichen Psyche, die ich mir vorstellen kann. Ich habe E-Mails bekommen mit dem Betreff Schlachten, Betreff Schlachtung, Betreff lebend Schlachten. Diese Recherche nimmt mich ziemlich mit. Ich habe Briefkontakt zu Armin Maivis, dem sogenannten Kannibalen von Rothenburg. Lieber Herr Hede, über Ihre Briefe habe ich mich sehr gefreut und finde die Idee Ihrer Reportage auch sehr gut. Während meiner Recherche passiert in Berlin ein Mord mit dem Verdacht auf Kannibalismus. Das scheint häufiger zu sein, als wir gedacht haben. Das sehen wir jetzt in den letzten 20 Jahren so, würde ich mal sagen. Gibt es wirklich eine Kannibalismus-Szene? Meine Recherche beginnt in meinem Heimatort Rothenburg. Hier erinnert sich fast jeder an das eine grausame Ereignis vor 20 Jahren. Armin Maivis tötete und aß einen Mann, den er in einem Internetforum kennengelernt hatte. Der Fall machte weltweit Schlagzeilen. Er ging sogar als der Kannibale von Rothenburg in die Kriminalgeschichte ein. Ich weiß nicht, ob ich rufen soll, aber wir haben deutlich gesehen, dass da Taschenlampen drin sind und dass da irgendwer gerade im Haus ist. Könnte jetzt natürlich dauern, bis sie rauskommen. Hi, wart ihr gerade im Haus? Schauen uns die Zeit in Corona-Zeiten vertreiben. Das ist schon interessant, mal zu gucken. Ja, ich bin schon neugierig. Jede Woche kommen neue Schaulustige vorbei. Leute wie dieses Pärchen belasten die Nachbarn sehr, erzählen sie mir. Gute Fahrt. Der frühe Verlust seines Vaters und seiner beiden Brüder führten bei Armin Maivis zu dem Wunsch, jemanden für immer bei sich haben zu wollen. Laut dem psychologischen Gutachten wurde bei ihm eine Bindungsstörung festgestellt und eine Störung der sexuellen Präferenzen. Mein Zuhause war damals nur wenige Kilometer von hier entfernt. Der Fall Maivis beschäftigt mich deshalb irgendwie schon immer. Zu Beginn meiner Recherche schreibe ich ihm einen Brief. Natürlich in Schönschrift und schau mal, was da zurückkommt. Die Frage, mit der ich mich beschäftigen möchte, ist: Gibt es eine aktive Kannibalismus-Szene in Deutschland? Und wie kann man Menschen aus einschlägigen Foren mit derartigen Fantasien helfen? Unter dem Pseudonym Frankie suchte Armin Maivis nach einem freiwilligen Opfer. Heute ist das Forum zwar gesperrt, aber die Einträge kann man immer noch finden. Er schrieb: Ich werde dich fachmännisch schlachten und zerlegen und auch mit anderen Kannibalenfreunden komplett verspeisen. Ich werde dich schlachten und deinen Körper verwerten in leckere Schnitzel und Steaks. Laut eigener Aussage hatte er über 200 potenzielle Opfer zur Auswahl. Wie ist das heute? Gibt es immer noch Foren, auf denen Kannibalen wie Maivis ihre Opfer finden können? Es gibt sie. Schnell wird klar, dass Szenewörter verwendet werden, wie zum Beispiel Longpick. Gibt man diesen Suchbegriff ein, stößt man auf Menschen, deren größter Wunsch es ist, gegessen zu werden. Kannibalen, die jemanden zum Essen suchen, nennen sich Chefs. Mir fallen die vielen deutschen Einträge auf, obwohl es ein internationales Forum ist. Die User schreiben: Also, ich bin ein Langschwein und es ist keine Erniedrigung, ein Langschwein zu sein. Denn ich habe den Trieb, geschlachtet zu werden, und das soll auch geschehen. Ein Langschwein ist Schlachtvieh und nichts anderes. Erfahrener Metzger auf der Suche nach neuen Langschweinen. Termine im August sind noch frei. Männliche und weibliche werden genommen, jüngere bevorzugt, aber auch ältere haben eine Chance. Suche männliches Longpick zwischen 18 und 25 Jahren zum Schlachten. Bitte melden. Im Forum geben Leute E-Mail-Adressen und Telefonnummern von sich preis. Ich habe eine Liste mit 26 Kontakten und versuche, sie zu erreichen. The number you have dialed is not assigned. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. Das ist ja jetzt schon der zweite Anruf mittlerweile in seit einem halben Jahr oder so. Das hab ich halt schon so oft oder so. Ich glaube, du bist schon der zweite, der hier nachgefragt hat. Ich würde mal sagen, da hat sich einer mit meiner Telefonnummer einen schönen Spaß erlaubt. Es ist schwer zu erfassen, was fake ist und was nicht. Bin ich da richtig bei entweder Longpick oder Chef?
Bei Longpick, ja. Bei Longpick. Ich interessiere mich gerade sehr für das Thema. Magst du ein bisschen mit mir darüber sprechen? Nee, momentan nicht. Keine Zeit. Eine junge Frau erzählt mir, dass sie selbst schon mal Menschenfleisch probiert habe. Die Geschichte ist völlig irre. Sie sei sogar bei einer Tötung dabei gewesen, sagt sie. Wir telefonieren für eine halbe Stunde. In einem weiteren Gespräch behauptet sie, sie habe sogar noch eine der Tatwaffen in ihrem Keller liegen. Ich bin total fertig. Nachprüfen kann ich das alles nicht. Ich berate mich mit der Redaktion, auch mit unseren Juristen. Hier ist für uns definitiv eine Grenze überschritten. Ich gehe mit der Geschichte zur Polizei. Ich merke, ich komme so nicht weiter. Poste also in einem Forum, dass ich nach Longpicks suche. Einige Wochen später schreibt mir jemand. Gleich zu Beginn sage ich, dass ich Journalist bin. Er schickt mir Nacktbilder, eine Kopie seines Personalausweises, sogar eine Geburtsurkunde. Er schreibt, er würde sich als Gegenstand sehen und schickt mir einen sogenannten Fleischvertrag. In diesem Vertrag gibt er all seine Menschenrechte auf und erklärt sich als offizielles Eigentum des Chefs, also des Kannibalen, der nach einem Longpick sucht. Man soll seine Kontaktdaten angeben und Details zum Bau bestimmter Körperteile nennen, zum Beispiel von Hals, Brustmuskeln, Füßen und Oberschenkeln. Darin steht, nach dem Ausfüllen dieses Vertrags erklären Sie sich unwiderruflich als Longpick-Kandidat. Finale Warnung. Ihre Unterschrift auf dieser Linie bedeutet, dass Sie Ihre Rechte als Mensch übergeben und getötet werden können. Er schickt mir auch eine ausgefüllte Version. Ich möchte herausfinden, ob er das ernst meint und wie weit er gehen würde. Er stimmt einem Treffen zu, möchte aber nicht erkannt werden. Also ich würde mich hier hinsetzen. Ja. Du würdest hier sitzen. Ja. Willst du was trinken eigentlich? Nee, danke. Ich habe eh noch genug. Ich nenne ihn Philipp. Er ist 33, arbeitet im Gesundheitswesen, erzählt er mir. Wann ging das zum ersten Mal los, dass du solche Art von Fantasien hattest? Teilweise in der Jugendzeit fing es dann an, dass man was ausprobiert hat. Ja, wenn man sich dann selbst befriedigt hat mit Sachen, also ich sag mal einreiben, also mit Lebensmitteln einreiben, so baut sich das dann auf. In einem Vorgespräch erzählt mir eine Therapeutin, dass man die Ursachen dieser Fantasien oft in der Kindheit vermutet. Würdest du sagen, du hast eine erfüllte Kindheit gehabt? Ja. Also ich war glücklich und konnte mein Leben in der Kindheit so entwickeln, wie ich das damals für gut hielt. Dort, wo ich aufgewachsen bin, konnte ich mich frei bewegen. Ich frage mehrfach nach. Nach dem Verhältnis zu seiner Mutter, Vater, Geschwister, eventuelle Traumata, die er erlitten hat. Doch er gibt mir wenig, erzählt mir, alles sei normal gewesen. Was würdest du sagen, unterscheidet dich von einem Longpick, das wirklich geschlachtet werden möchte? Dass ich halt weiß, dass es halt, wenn er, dass es für mich halt keine Option ist, geschlachtet zu werden, sondern halt nur ein Rollenspiel ist, im sexuellen Bereich eher, als in einer finalen, realen Schlachtung zu enden. Ich erinnere mich, dass du mir in einer E-Mail geschrieben hast, wenn du den richtigen Gegenpart findest, könnte quasi alles passieren. Wenn, dann müsste ich willenlos sein, es zu tun. Oder in einem Zustand, in dem ich es nicht mehr verhindern könnte. Unter Drogen gesetzt oder anderweitig dem eigenen Willen beraubt. Hast du nicht das Gefühl, dass umso öfter man das schreibt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es eben wirklich in dem Finale endet? Nicht unbedingt. Was wäre denn das Finale? Man trifft sich, unterhält sich kurz und dann wird es irgendwann in ein Rollenspiel übergehen. Und das wird dann mit dem Ziel absehen, dass halt dann der devote Gegenpart halt sein Leben lassen wird. Um halt auch mit dem Ziel gegessen zu werden. An dieser Stelle möchte ich Philipp gerne mit der Therapeutin Petra Klages vernetzen, mit der ich während meiner gesamten Recherche in Kontakt stehe. Den Kontakt biete ich ihm mehrfach an, doch er lehnt ab. Gibt's nichts, wo du denkst, da will was raus, nee. Was raus möchte? Nee. Nach dem Gespräch mit Philipp verabrede ich mich mit Petra Klages. Sie erforscht seit Jahren Ursachen von abweichenden Verhaltensweisen, wie zum Beispiel auch von Kannibalismus. Ich zeige ihr das Interview von Philipp und bitte sie um eine Einschätzung.
irgendwas muss in der Kindheit, Jugend passiert sein, das eben eine entsprechende Entwicklung auch verursacht hat. Unter Umständen kann es so sein, dass übermorgen eine andere Situation besteht, wenn ein naher Angehöriger verstirbt, wenn er seinen Arbeitsplatz verliert oder was auch immer. Also durch irgendwelche Ereignisse können als Auslöser dienen, ne? Dass er eben weitergehen wird. Mich beschäftigt die Frage, wie man jemandem mit solchen Fantasien helfen kann. Gibt es da therapeutische Ansätze? Bezüglich kannibalistischer Fantasien gibt es eigentlich so keine etablierten therapeutischen Ansätze, logischerweise, weil dieses Phänomen dafür ein bisschen zu selten ist. Petra Klages hat auch mit Armin Maivis zusammengearbeitet. Also 2002 hat er meines Wissens das erste Mal geäußert, dass er therapeutische Hilfen benötigt. Und bekommen hat er sie dann, Moment, wann war das? Ich glaube 2017? 15 also Jahre war, später? Ja, so ungefähr. Also kein Therapieplatz, kein Therapeut, kein therapeutisches Konzept. Ne? Mein Eindruck ist, so jemand braucht sofortige Hilfe. Laut Frau Klages verstärkt sich das Problem mit jedem Jahr ohne Therapie. Ich schreibe Armin Maivis noch zwei weitere Briefe. Nach wochenlang Warten endlich eine Antwort. Lieber Herr Hede, über Ihre Briefe habe ich mich sehr gefreut und finde die Idee Ihrer Reportage auch sehr gut. Ihre Lebensgeschichte, die Sie in Ihrem ersten Brief berichten, hat mich sehr beeindruckt. Auch denke ich, dass wir uns vielleicht sogar schon persönlich begegnet sind. Im Moment befinde ich mich in einer Phase, bei der meine Entlassung aus der Haft überprüft wird. Wenn meine Entlassung ansteht, bin ich gerne bereit, Ihnen zu helfen. Dann werde ich mich mit Ihnen in Verbindung setzen. Nur zurzeit geht das leider nicht und ich hoffe, Sie haben Verständnis für meine Lage. Mit freundlichen Grüßen, Armin Maivis. Also es ist wirklich super lieb geschrieben, muss ich zugeben. Man vergisst bei diesen Worten wirklich fast, mit wem man es hier eigentlich zu tun hat. Zur Erinnerung, Armin Maivis tötete und aß einen Menschen. Ich habe E-Mails bekommen. Ich habe tatsächlich länger nicht in mein E-Mail-Postfach geschaut und habe jetzt einiges bekommen mit dem Betreff Schlachten, Betreff Schlachtung, Longpick, Betreff lebend Schlachten. Ich habe keinen Plan, was mich jetzt erwartet und habe ein mulmiges Gefühl. Hallo, ich bin ein reales Langschwein, 56, 1,70 Meter. Mein Lebendgewicht ist zurzeit ca. 87 Kilogramm. Leider bin ich noch nicht kastriert worden. Da ich auch Maso bin, möchte ich auf besondere Art geschlachtet werden, nämlich lebend. Mein Wunsch wäre, dass... Den Rest erspare ich euch. Mir wird kotzübel. Mich nimmt diese Recherche echt mit. Das ist der dunkelste Teil der menschlichen Psyche, den ich mir vorstellen kann. Er beschreibt in seiner E-Mail bis ins kleinste Detail, wie er sich seine Tötung vorstellt. Dieser User ist mir zudem besonders auffällig. Er ist viel aktiv, postet in regelmäßigen Abständen. Also ich werde auf jeden Fall mal versuchen zu kontaktieren und fragen, ob er bereit wäre, mir das persönlich zu erzählen, ja. Wir verabreden uns zu einem Telefonat. Er erzählt mir von einem sexuellen Missbrauch in seiner Kindheit. Ich biete ihm ein persönliches Gespräch an, face to face. Doch er lehnt ab. Im November wird in Berlin ein Fall öffentlich, bei dem kannibalistische Züge vermutet werden. Der mutmaßliche Täter, Mathelehrer an einer Grundschule, hat hier Teile seines Opfers vergraben. Er scheint sich wirklich nicht viel Mühe gegeben zu haben, denn gleich hier, neben der Autobahnauffahrt, wurde die Leiche in einer Grünfläche gefunden. Die beiden haben sich auf einer Dating-Plattform kennengelernt, sagt mir der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft. Hinweise auf eine Einvernehmlichkeit gibt es keine. Gerne hätte ich mich hier mit dem Forensiker Marc Benecke getroffen, um mit ihm über den aktuellen Fall zu sprechen. Weil das wegen Corona nicht geht, machen wir einen Videocall aus. Inwiefern kann denn bei dem aktuellen Fall von Kannibalismus überhaupt die Rede sein? Ja, das kannst du ja so nicht wissen. Ne? Also ich meine, du kannst ja Knochen zum Beispiel auch so bearbeiten, dass du meinetwegen Gewebe abschabst, also Sehnen durchschneidest, Fleisch abschabst oder auch irgendwas durchtrennst, also auch in den Knochen reinschneidest, ohne dass du das deswegen isst.
Also der Beweis dafür, dass jemand das gegessen hat, den musst du natürlich führen. Und da gibt es schon regelmäßig Fälle. Wir nennen das bei uns selten, aber regelmäßig. Ich denke auf jeden Fall, dass die meisten Kannibalismusfälle irgendwo berichtet sind. Auf jeden Fall. Also das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Es ist ein Delikt, was jetzt gerade hochspült und wo wir gerade so langsam erst erfahren, wie häufig das wirklich ist. Ich würde mal, das ist zwar keine direkte Antwort auf deine Frage, aber ich würde es mal so formulieren, das scheint häufiger zu sein, als wir gedacht haben. Das sehen wir jetzt in den letzten 20 Jahren, so würde ich mal sagen. Ich recherchiere weiter online. Ich möchte herausfinden, ob es so etwas wie einen Schwarzmarkt für Leichenteile gibt. Hier ist gerade jemand, der mir für $250 einen Fuß anbietet. Ich kann mit ihm sprechen. Er nennt sich Chris und er erzählt mir, dass er in den USA lebt. Alright, give me just a minute, so I can get everything rolling. So... Is your fantasy about your foot being eaten, or is it the fact that it's being cut off that attracts you? Oh, being eaten, absolutely. The being cut off is, that's how we get there, right? But let me be clear that it's not the foot specifically. Like, I would give all of myself if I could. Why do you have this desire? I wish I could explain why I have it. I really do. It's something that I've seen therapists about, that I've tried to rationalize, that I have read as much as I can, that I've investigated as much as I can, I've even seen psychiatrists about it. I cannot try to explain why, because I don't understand, and apparently no one else does either. Ähnlich wie Philipp weiß auch Chris nicht, woher sein Verlangen kommt. Der Unterschied ist, dass Chris aktiv versucht, herauszufinden, warum das so ist. Are you desperate about not having a certain explanation about it? No, I've accepted it. I've known that I've wanted this for so long that it's just part of me. Isn't it that you just try to go the easy way by accepting it? Understand that I've talked to several therapists. I've done online therapy. I've done in-person therapy. I've talked to psychiatrists. I've tried psychiatric medications. It's not like I'm just taking the easy way out. Chris, I wish you all the best, and if I have any contact from a psychiatrist who might have a solution for you, I would like to forward it to you. Sure. Or if you come across anyone who is also interested and might want to do it, please put them in touch with me. I cannot do that. Okay. All right. Thank you. Thank you very much for the conversation. Thank you. See ya. Keiner der sogenannten Longpicks kann mir sagen, woher sein Verlangen kommt. Frau Klages erklärt es mir so. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie in einer ganz tollen Familie groß werden. Toller Vater, tolle Mutter, alles läuft bestens, keine Kriminalität, keine Probleme mit Sexualität, Liebe, Geborgenheit, also alles absolut schützend, so wie sich das jedes Kind wahrscheinlich wünscht. Dann wird aus dem Guten kaum etwas wirklich Schlechtes oder Negatives oder Krankes entstehen können. Krankes entsteht in der Regel auch nur auf einem wirklich kranken Nährboden. Am Ende meiner Recherchereise bin ich bei der JVA in Kassel. Hier sitzt Armin Maivis seit über 15 Jahren. Gerne hätte ich mich persönlich mit ihm unterhalten, um zu hören, wie er heute über die Tat denkt. Doch Armin Maivis sagt mir selbst ab und auch die JVA Kassel erteilt mir aus verschiedenen Gründen eine Absage. Was lässt sich also abschließend sagen? Gibt es nun eine Kannibalismus-Szene in Deutschland? Es gibt sie, nur gibt es keine klaren Definitionen, ab wann man als Teil davon gilt. Laut der Kriminologin und Therapeutin Peter Klages sind es einige hundert bis ca. 2000 Leute in Deutschland, die von kannibalistischen Fantasien betroffen sind. Die genaue Anzahl lässt sich nur sehr schwer bestimmen. Ausschlaggebend ist allerdings, ob es eine einzelne Person im entscheidenden Moment macht oder nicht macht, sowohl von Opfer- als auch von Täterseite. Und das ist der einzige Maßstab, den wir haben, erzählt mir der Forensiker Marc Biernicke. Solange es keine therapeutischen Ansätze gibt und Menschen sich mit ihren Fantasien alleingelassen fühlen, könnte aus Rollenspiel wieder Realität werden.
Vielen Dank, dass ihr euch die Reportage bis zum Schluss angeschaut habt. Ich weiß, das war echt kein leichtes Thema und mich hat die Recherche auch ziemlich mitgenommen. Wie geht es euch damit? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst uns da doch einen gemeinsamen Austausch finden. Hilfsangebote und Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt, findet ihr in der Infobox. Außerdem habe ich euch noch ein Video von Psychologeek verlinkt, in dem ihr alle wichtigen Infos zur Psychotherapie findet. Schaut es euch doch gerne an.